Ich muss irgendwie mehr Enthusiasmus das alles angehen. Jo Leute, heute geht's ab in den Zoo bei uns und wir schauen mal, was uns da so alles erwartet an Reich. Ah. Fuck. Take 2. So. Jo Leute, heute geht's bei uns ab in den Zoo und ich bin mal gespannt, was uns da alles so erwartet. Yeah! Der Zoo macht uns froh. Jo. Also wir machen uns gerade auf den Weg zum Melbourne Zoo. Der Domi hat da irgendwas im Jodel gemanagt, dass wir noch irgendeinen Typen treffen. Der kommt mit uns in den Zoo. Genau. Und Jodel, wer es nicht weiß, ist so eine riesige Community, die sich gegenseitig hilft und wo einfach jeder was reinschreiben kann. Es ist so ziemlich, so ähnlich als würdest du was in Facebook posten, ne? Bloß kann einfach jeder drauf zugreifen und drauf kommentieren. Genau. Dann schauen wir mal, wo der Typ ist. Wo treffen wir den in Melbourne Zoo gleich? Direkt davor, ja. Ja. Fragen habt oder so, könnt ihr auch gerne in die Kommentare was schreiben. Oder wenn ihr irgendwas sehen wollt, wo wir gerade sind, wenn wir noch im Melbourne sind und irgendwas uns gezeigt haben, ja. Und ihr wollt es unbedingt sehen, dann sagt an, wir wollen es auf jeden Fall dann auch sehen, wenn es sehenswert ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im Zoo. Die Kamera ist scheiße schwer, wenn man die so halten muss. Also, wir sind jetzt am Melbourne Zoo angekommen. Oh. Und der erste Eindruck hier vom Melbourne Zoo ist echt, boah, Wahnsinn. Mega geil. Also, wir waren jetzt nur kurz bei den Lemuren drinnen. Ja. Und alleine das, also, ja, wunderschön. Ja, der Typ von Jodel, der hat uns leider abgesagt. Der hat es zeitlich irgendwie nicht hinbekommen. Ja, ist ziemlich schade. Wäre mal cool gewesen, neue Leute kennenzulernen. Aber dann heute Abend packen wir es dann wahrscheinlich noch zu so einem Jodeltreff, sag ich jetzt mal. Und mal gucken, was es da so gibt. Also Leute, wir sind jetzt hier bei den White Sheep Gibbon. Und das sind ziemlich menschenähnliche Arten. Der Dude ist 46 Jahre alt. Also man sieht ihm nicht an, dass er so alt ist. Also wir sind jetzt halt noch wieder unterwegs vom Affengehege wieder Richtung Tiger, denke ich. Und das sind Schulklassen hier und ich habe gar nicht gewusst, dass man in Australien auch Schuluniform trägt. Das ist echt sehr ungewöhnlich. Also mich hat das ziemlich verwundert. Und hier ist schon mal die gefährliche Tigerbrücke. Schauen wir mal, ob wir ihn irgendwo finden. Ne? Das Schild hat ausgeschaut wie aus so einem Far Cry Game, gell? Ein Zeichen. Jetzt wurde die halt Far Cry gemacht. Also, so wie es ausschaut, bewegen wir uns langsam zu den Elefanten und ja. Bibi. Ja.
so wie es ausschaut. Wir sind zwar gerade bei den Elefanten, aber irgendwie sind die nicht draußen und ich weiß nicht genau warum. Also, wir sind jetzt halt von den Elefanten weggegangen, von dem Trail, da waren wir jetzt durch, haben noch ein paar Orang-Utans gesehen, Orang-Utans. Und jetzt sehen wir gerade die Giraffen und dann wollen wir unbedingt noch zu den Koalas. Wir haben eigentlich ziemlich Glück, dass wir jetzt sind, so in der Off-Season. Also es war jetzt, glaube ich, gerade Saisonstart für die Zoos und so. Weil es ist ziemlich wenig los und das Wetter spielt auch vollkommen mit. Also wir haben jetzt 20 Grad und es ist kein bisschen zu warm. Es ist eigentlich gerade so angenehm, dass man gehen kann. Ja, genau, das ist perfekt. Echt perfekt. Das ist mit Abstand jetzt der wärmste Tag. Wir sind jetzt 3 Tage hier und jetzt hat es langsam angefangen warm zu werden. Weil die letzten 2 Tage, gestern hat es geregnet. Schaut euch mal die Giraffen an. So Leute, und hier sehen wir ein Wombat, die ist schwer. Was für eine Position, ey. Das ist ein cooles Tier auf jeden Fall. Hallo Jason. Hallo, was ist denn? Wombat. Ich schwör's dir, das ist das geilste Tier. So Leute. Also, wir sind jetzt bei den Kängurus. So, hallo. Lukas. So, wir sind jetzt endlich fertig. Oder schade eigentlich, dass wir fertig sind. Ja, weil es echt ein schöner Zoo war. Und wir haben nicht mal alles gepackt, weil der macht jetzt leider zu. Ja, es ist echt schade, dass er um 5 schon zumacht, weil 17 Uhr, das Wetter passt noch. Ja. Wir waren eigentlich auch schon ziemlich spät dran, weil wir sind erst, glaube ich, um 2:30 oder so waren wir erst drinnen. Ja, schon. Aber hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Jetzt haben wir leider nicht mehr die Seals und so gesehen und die Krokodile, da war nur eins, aber ich glaube, da gab es schon noch mehr. Ja, das war irgendwie so ein philippinisches Krokodil, was vom Aussterben bedroht war oder so. Hm. Ja, aber so im Großen und Ganzen hat es echt gelohnt. Mega nice. Also wenn ihr in Melbourne seid, schaut auf jeden Fall hier vorbei zum Zoo. Also der ist auf jeden Fall nicht zu Unrecht so bekannt, also der ist wirklich schön. Ja. Und kostet $32. Genau. Sag mal Mais. Das war nicht gerade der billigste, aber er lohnt sich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Auf jeden Fall. Genau, ja, und jetzt packen wir es wieder Richtung Hotel oder wir holen uns erstmal was zum Essen, oder? Ja, schauen wir mal, dass wir was zum Essen. Und dann schauen wir mal, dass wir endlich mal ans Schneiden kommen. Genau. Machen wir mal unser erstes Video fertig. Also, bis dann. Okay.